Jule, deutsche Meisterin 2014, mal wieder, könnte man fast sagen. Wie lief das Finale? Es war am Ende doch ein recht spannender Wettkampf. Ja, es lief voll gut jetzt. Alle Runden waren coole, Boulder war voll gut geschraubt. Und ja, ich habe schon irgendwie länger keinen nationalen Wettkampf mehr gewonnen und da freut mich auch, dass es geklappt hat. Wie gefällt dir der Wettkampf allgemein auf der Outdoor? Ganz, ganz coole Stimmung eigentlich. Auf der Messe ist bestimmt auch immer spannend für dich zu sehen. Ja, ich finde es cool, dass wir das hier immer jetzt auf der Outdoor und halt auf der ISPO immer im Winter machen. Und sind immer viele Leute da zum Zuschauen. Und ich finde es eine gute Idee, das mit einer Messe zu verbinden. Jetzt hast du eine, ja, man darf fast sagen, überragende Weltcup-Saison hinter dir. Du bist Weltcup-Gesamtvierte geworden, hast einen Weltcup gewonnen in China. Erzähl kurz, wie war das für dich? Du hast, glaube ich, alle Weltcups mitgemacht, viel Reiserei, aber auch bestimmt tolle Erlebnisse. Ja genau, wir hatten ja 8 Weltcups und die waren, also wir hatten 2 Wochenenden nur zwischendurch frei und zwar alles voll zack, 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 immer wieder neu packen und weiter und von Bay gleich nach Toronto und dann von da direkt nach China und alles super schnell hintereinander und ja, man kann das irgendwie noch gar nicht so richtig verarbeiten, es ist ja erst 2 Wochen her und es waren so viele Erlebnisse und wir haben auch viel gesehen immer in den Städten, also in China waren wir jeweils eine Woche vorher und in Bale und Toronto haben wir auch viel Zeit verbracht. Also war eine coole Saison. Was meinst du, hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass du dieses Jahr nochmal eine Ecke stärker geworden bist? Hast du Veränderungen im Training, in der Ernährung, vielleicht deine Erfahrung mit internationalen Wettkämpfen? Ist es vielleicht auch, dass du jetzt den besten Boulderer der Welt als Freund hast oder woran liegt es? Ja, das sind, denke ich, mehrere Sachen. Also ich habe jetzt in einer anderen Halle trainiert mit Jan zusammen und mit einem Kumpel von Jan. Und ja, das war schon mal ganz gut, mal wieder was zu ändern und ein bisschen mehr Überhand trainiert und mehr Leisten und nicht nur an Volumen und dann gerade mit. Und dann habe ich halt ein Urlaubssemester gemacht. Das hat, denke ich, mal auch einen großen Unterschied gemacht, dass ich mich nur aufs Klettern konzentrieren konnte und nicht noch halt immer erst nach der Uni klettern gegangen bin oder so. Und ja, das war, denke ich, die 2 Hauptaufschlaggebenden Punkte. Und jetzt geht's weiter mit Studium oder? Wie sieht dein Jahr 2015 aus? Nochmal internationale Wettkämpfe? Ja, im September fange ich dann erstmal wieder an zu studieren und dann weiß ich noch nicht, ob ich nochmal Urlaubssemester mache oder ob ich ein bisschen so Kurse schieben kann oder so. Oder ja, ob ich vielleicht nur ein paar Weltcups mache, das weiß ich nicht. Alles klar, dann feier erstmal deine deutsche Meisterschaft und Gratulation. Okay.